Die katholische und evangelische Kirche in der Kölner Innenstadt haben zur langen Nacht der Kirchen eingeladen. 22 Gotteshäuser, wie zum Beispiel der Kölner Dom und Groß St. Martin, sind von 20 Uhr bis um Mitternacht geöffnet. Wir besuchen in dieser langen Nacht der Kirchen St. Andreas in der Kölner Innenstadt. Hier, wie in anderen Kirchen, laden die geöffneten Türen dazu ein, die Atmosphäre großartiger Gotteshäuser voller Geschichte und Leben, voller Mystik und Originalität zu erleben. Wachet und betet, heißt das Motto der Vigilfeier, zu der die Dominikaner von St. Andreas eingeladen haben. Es ist eine Art Spurensuche im Glauben, die hier in St. Andreas und in den anderen rund 20 Innenstadtkirchen möglich wird. Die Menschen lassen sich in diesen besonderen Orten anregen, begeistern, irritieren, nachdenklich stimmen und erleben die Kirchen an diesem Abend mit unterschiedlichen Impulsen.